Herzlich willkommen zu den 24. digitalen Thüringer Literaturtagen. Ich habe die große Ehre und Freude, heute mit Wilhelm Schmid zusammenzusitzen, Deutschlands vielleicht bekanntestem Lebenskunstphilosophen. Und wir haben also uns vorgenommen, über das Thema, über das doch vielleicht in einigen, in der letzten Vergangenheit zu einiger Prominenz wiedergekommene Thema Heimat zu sprechen. Heimat finden vom Leben in einer ungewissen Welt, so heißt Ihr neues Buch. Und meine erste Frage an Sie wäre, wann haben Sie sich eigentlich zum letzten Mal heimatlos gefühlt? Heimatlos fühlen, das gibt es dann, wenn es keinerlei Verbindung zu einem Ort und zu Personen gibt. Also ich war als Gastdozent unter anderem in Lettland und in Georgien tätig. Und zum ersten Mal dort anzukommen und nicht vertraut zu sein mit der Umgebung, mit den Verhältnissen, mit den Menschen, ist ein Gefühl von Ungeborgenheit. Das erlebe ich nicht gerne. Und vielleicht war das auch ein Anlass dafür, mir Gedanken darüber zu machen, was ist Heimat? Ja. Wenn man Ihr Buch liest, hat man den Eindruck, Sie haben jetzt schon gesagt, Heimat hat etwas mit Vorortbarkeit eventuell zu tun. Wenn man das Buch liest, gibt es aber eigentlich sehr viele Orte, an denen Heimat stattfinden kann. Das heißt, Heimat hat natürlich etwas mit Gewohnheiten zu tun, mit Herkunft, ganz klar. Aber worauf das Buch doch auch großen Wert legt, zumindest habe ich das so empfunden, ist, dass Heimat eben auch etwas ist, was gestaltbar ist, was wir uns gestalten können, was sozusagen unserer Formkraft bedarf. An einer Stelle, Heimat ist das, was nicht egal ist, also für das wir Sorge tragen, Verantwortung übernehmen. Wussten Sie von Anfang an sozusagen, was Ihr so Vorverständnis von Heimat war, oder mussten Sie sich durch dieses Buch auch erstmal sozusagen Ihr Heimatverständnis, Ihren Heimatbegriff erschreiben? Also Heimat wird Menschen klarer, wenn sie ihre Heimat verlassen. Das habe ich gemacht als sehr junger Mann. Bin ich von einem kleinen Dorf in die große Stadt gezogen. Und auch da dieses Gefühl völliger Unvertrautheit und Ungeborgenheit. Da wurde mir erst klar, meine Heimat, meine Herkunftsheimat ist dieses Dorf. Aber da konnte ich und wollte ich einfach nicht mehr leben. Dorf hieß damals wenig Möglichkeiten. Und ich wollte aber Möglichkeiten für mein Leben. Und Stadt hieß immer schon Möglichkeiten. Möglichkeiten der Begegnung, Möglichkeiten beruflicher Tätigkeit. Und dann war die große Frage, wie kann ich mich dort beheimaten? Nur als junger Mann habe ich mir das nicht mit dieser Begrifflichkeit die Frage gestellt. Ich habe niemals gesagt, ich beheimate mich. Aha. Ich habe das getan, was mir meine Impulse gesagt haben. Ich war ein sehr in Gedanken versunkener junger Mann. Und das hat bei meiner Umgebung wenig Anklang gefunden oft. Und dann bin ich da aber mit jungen Leuten in der Stadt zusammengekommen, die auch viel nachgedacht haben, die Kunst gemacht haben, die Bücher geschrieben haben. Und dann hatte einer die Idee, wir gründen einen Künstlerkreis. Der hieß auch Der Kreis. Dem habe ich mich angeschlossen und habe die Erfahrung gemacht, ich fühle mich pudelwohl in dieser Umgebung. Und das war nicht meine Herkunftsheimat, das war nun in meiner Wahlheimat. Und ich habe bemerkt, bei Menschen, mit denen ich mich unterhalten kann, bei denen ich Verständnis finden kann, fühle ich mich vertraut und geborgen. Erst viel später wurde mir dann klar, als ich begonnen habe, über Heimat intensiver nachzudenken, das war etwa ab dem Jahr 2010, dass das die Essenz von Heimat sein dürfte. Aha. Vertrautheit und Geborgenheit. Und es ist sekundär, wo das ist und mit wem das ist. Gab es einen gewissen Auslöser, Impuls jetzt? Also Sie haben gerade gesagt, 2010 hat das angefangen.
über dieses Thema nochmal nachzudenken, weil sagen jetzt gesamtgesellschaftlich würde man sagen, ist es natürlich vor allem seit 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise als sagen, Debattenthema wieder aktuell geworden. Auch die Grünen haben ja sozusagen eine innerparteilich polemisch provokative Diskussion über diesen doch ja auch politisch vorbelasteten Begriff geführt. Insofern sozusagen überschneidet sich da jetzt sozusagen ihre persönliche Geschichte, die mit diesem Begriff zusammenhängt und sozusagen diese gesellschaftlichen Debatten, die gegenwärtig dazu ausgetragen haben. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ich führe sehr viele Gespräche mit sehr vielen Menschen, komme viel rum und ich bin neugierig, was Menschen durch den Kopf geht und versuche sehr sensibel zu sein für das, was in der Gesellschaft heranwächst. Und das schien mir, dass das sehr viele Menschen bewegt, teilweise indem sie es auch formulieren können, mir fehlt Heimat, teilweise indem sie eine schwierige Situation schildern, aber keine Begrifflichkeit dafür finden. Und von daher war ich ungefähr plus minus ab dem Jahr 2010 zu der Überzeugung gekommen, das ist etwas, was Menschen immer mehr fehlt, Heimat. Und zwar aus guten Gründen. Das entsteht ja, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern aus guten Gründen soll heißen, sehr viele Menschen können sich heute weiträumig bewegen, weite Reisen machen. Und sehr viele Menschen wollen oder müssen ihre Herkunftsheimat verlassen. Nicht etwa nur in anderen Ländern der Erde, sondern auch in unserem Land. Der Arbeitsplatz, den ein Mensch findet, ist heute eher selten dort, wo dieser Mensch aufgewachsen ist. Und Beziehungen werden heutzutage nicht mit jemandem aus dem nächsten Dorf eingegangen, sondern quer durch die Republik, ja, quer durch die Länder. Das ist auch gut so. Aber das führt dazu, dass Menschen sich immer mehr entwurzelt fühlen. Und darauf wollte ich gerne antworten und möglichst so antworten, dass das Bedürfnis nach Heimat sich nicht mehr unbedingt auf die Herkunftsheimat richtet. Mhm. Die werden wir nicht auf Dauer haben können. So ist das und so wird das auch weiterhin sein. Niemand, glaube ich, hat das Bedürfnis, sich in sein Dorf zurückzuziehen und von der Welt nichts mehr wissen zu wollen, auch keine Reisen mehr zu machen. Das ist uns verschlossen. Und je mehr Reisen, desto mehr die Frage, und wo bin ich eigentlich daheim? Ja, und eine interessante Erfahrung war, als Corona über uns hereinbrach im Jahr 2020. Auch ich gehörte mit meiner Frau zu denen, die zu dem Zeitpunkt weiträumig unterwegs waren. Und plötzlich von einem Tag zum anderen stand die Frage im Raum, wie kommen wir nach Hause? Hm. Warum eigentlich nach Hause? Es ist nicht viel besser, irgendwo in der Welt zu sein, wenn so eine Krise kommt? Offenkundig nicht. Warum nicht? Naja, anderswo kenne ich mich nicht aus. Werde ich womöglich auch von der Sprache her gar nicht verstanden und muss aber jetzt mit einer schwierigen Situation zurechtkommen. Das mache ich besser zu Hause. Da ist der Freundeskreis um einen herum, da sind vertraute Menschen, das ist die vertraute Sprache, in der wir uns detailliert unterhalten können. Und da ist mein Rückzugsort, da kann ich mich zurückziehen, gerade in dieser Situation, in der man nun nicht mehr groß sich bewegen sollte. Ich glaube, die Corona-Krise hat definitiv sehr vielen Menschen klargemacht, was Heimat ist. Ja, das glaube ich auch. Ich will gleich nochmal auf das Corona-Thema zu sprechen kommen, vorher aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich hatte auch den Eindruck, ein Antwortversuch auf dieses, Sie hatten das erwähnt, eben, dass es nicht nur diese eine Heimat gibt, an der man eben ist, sondern dass Heimat eben an ganz unterschiedlichen Orten stattfindet, ganz unterschiedlichen Landschaften mit ganz unterschiedlichen Personen, ist eben, dass man überhaupt diesen Begriff, den es ja eigentlich nur im Singular gibt, die Heimat, dass man den eben eigentlich in den Plural setzt, also etwas tut, was eigentlich die Grammatik oder was wir sozusagen im normalen Sprachgebrauch gar nicht kennen. Und es gibt sozusagen in Ihrem Buch die Metapher des Heimatmosaiks. Ja, also das ist so irgendwie, so habe ich mir das vorgestellt. Oder so haben Sie es geschrieben. Und mir hat sich aber einmal die Frage gestellt,
kann mir dieses Heimatmosaik, wie gelingt es mir, diese unterschiedlichen Heimaten auch wieder miteinander zu synchronisieren, weil sie dann doch vielleicht auch manchmal zu weit auseinander liegen. Ja, also sozusagen die Unterwegsheimat und die Arbeitsheimat, die Urlaubsheimat und all das, also all diese Heimaten, von denen Sie hier in dem Buch sprechen, auch die wieder sozusagen da Übergänge zu schaffen. Mir scheint der Übergang sehr einfach zu sein, denn alle Heimaten haben eine Gemeinsamkeit. Und das ist, es ist etwas oder jemand oder ein Ort mir sehr vertraut und ich fühle mich geborgen in diesem Zusammenhang. Das sind auch nicht nur Menschen und nicht nur Orte, das sind zum Beispiel auch Gedanken. Ich bin in meinen Gedanken beheimatet. Die sind mir vertraut, in ihnen fühle ich mich geborgen. Das ist das Glück der Heimat. Aber es gibt nichts, was ein reines Glück ist, auch nicht Heimat und schon gar nicht in Gedanken. Es gibt immer auch eine Gefahr. Die Gefahr der Heimat in Gedanken ist, ich lasse keine fremden Gedanken mehr an mich rankommen. Und das ist das Problem jeder Heimat, auch der Herkunftsheimat, auch der Wahlheimat. Wir brauchen einerseits eine gewisse Verlässlichkeit dieser Heimat. Es ist besser, wenn die nicht jede Stunde eine andere ist und jeden Tag eine andere. Also einerseits eine Verlässlichkeit und Beständigkeit, das ist was Konservatives, Bewahrendes. Aber auf der anderen Seite braucht jede Heimat ein wenig Öffnung für das, was nun anders ist, möglicherweise auch fremd ist. Je mehr ich das einsehen kann in Bezug auf Gedanken, desto mehr kann ich mich Gedanken öffnen, die mir erstmal fremd sind und überhaupt nicht vertraut. Dann schaue ich sie mir näher an und frage mich, kann ich mir etwas davon aneignen, sodass ich damit vertrauter werde, oder will ich es doch abweisen? Aha. Beide Möglichkeiten gibt es. Ich kann nicht alles integrieren, so wie auch ein Land leider nicht alles integrieren kann. Aber einiges schon. Und die große Frage ist immer, sowohl privat wie auch gesellschaftlich, wie weit kann die Öffnung gehen? Ab wann wird Öffnung kontraproduktiv, weil sie Heimat tatsächlich in Frage stellt? Und was können wir da wagen? Das Besondere an der Corona-Pandemie war ja, dass sie uns gewissermaßen keine Wahl gelassen hat, also dass man wirklich stark unter Zugzwang gekommen ist, sozusagen sich neue Heimaten zu erobern, neue Heimaten zu suchen oder sich eben auf die eine Heimat dann also das Homeoffice oder wie man es auch immer nennen möchte, zu beschränken. Sie sprechen in Ihrem Buch auch über digitale Heimaten. Ist das etwas, ist die digitale Heimat eine unter vielen Heimaten oder könnte man vielleicht auch sagen, dass die digitale Heimat eigentlich auch ein radikal neuer Heimatbegriff ist, weil es eben diese, sagen, mit Kant würde man jetzt sagen, Anschauungsformen von Raum und Zeit irgendwie auch außer Kraft setzt, weil es eben diese globale Gleichzeitigkeit gibt und wir längst nicht mehr nur in Raum und Zeit sozusagen denken oder anschauen, sondern es gibt den Livestream, es gibt die Cloud, es gibt die Mediathek, was auch immer. Ist das etwas, was eigentlich Heimat radikal verändert? Teilweise schon, ja, aber teilweise auch nicht, denn auch Fantasie, in der Menschen seit jeher Heimat haben finden können, ist auch nicht an Raum und Zeit gebunden. Also insofern gibt es schon einen Vorlauf, nicht radikal neu. Auf der anderen Seite aber steht der digitale Raum absolut allen Menschen zur Verfügung, auch denen, die keine Fantasie haben sollten. Und es gibt erstmal noch keine historische Erfahrung, wie wir uns in diesem Raum gut bewegen können. Wie bewegt man sich in einem Raum, der keine Maße hat, der maßlos ist? Wie bewegt man sich in einem Raum, der Zeit auflöst? Ich kann mich 24 Stunden in diesem Raum aufhalten. Das bereitet offenkundig etlichen Menschen Schwierigkeiten. Das ist immer so, wenn was Neues ins menschliche Leben kommt, dann gibt es erstmal eine große Leidenschaft in Bezug auf dieses Neue. Und Leidenschaft heißt halt immer auch, also einerseits ist es begeisternd und lustvoll, auf der anderen Seite aber kann es leicht zum Rausch werden und man kann in diesem Rausch untergehen. Das geschieht im digitalen Raum. Leider können wir den
die Bewegungsart in diesem Raum nicht theoretisch lernen. Wir können uns theoretisch vielleicht klar machen, was sind die grundsätzlichen Schwierigkeiten. Aber wie sich persönlich bewegen in diesem Raum, können wir nur durch Erfahrung rausbekommen. Also besser nicht draußen stehen, sondern reingehen, Fehler machen. Fehler liegen auf der Hand, zu viele Pizzen an zu vielen Tagen bestellt und nur neben dem Bildschirm die Pizza gefuttert, um nach einer gewissen Zeit zu bemerken, das geht auf die Kilos, das tut meinem Herzen, meinem Kreislauf nicht gut. Das geht tut auch meiner Psyche nicht gut. Tut der Psyche nicht gut. Aber ich entdecke bei sehr vielen jungen Leuten heute genau diese Reaktion, also genau diese Erkenntnis, tut uns partiell nicht gut. Und jetzt gucken wir mal, wie wir damit maßvoller umgehen, sinnvoller umgehen. Es gibt eine große Wiederentdeckung des analogen Lebens. Und Corona hat das befördert. Alle Welt spricht über die Digitalisierung, die durch Corona befördert worden ist. Das ist sicherlich wahr. Aber genauso wahr ist, dass es die Analogisierung befördert hat. Das war noch nicht so vielen Menschen klar, was eine persönliche Begegnung ist. Erst als sie nicht mehr möglich war, sich beliebig mit Freunden und Bekannten draußen zu treffen, erwachte die Sehnsucht genau danach. Das ist ja immer das Schöne am menschlichen Leben. Wir gewinnen Sehnsucht nach dem, was wir nicht haben können. Und bei Corona konnten wir nun glücklicherweise, möchte ich fast sagen, eine Menge Dinge nicht haben. Mir war auch nicht klar, was die persönliche Präsenz von Menschen in einem Raum ausmacht, was dadurch entsteht. Wir alle haben digitale Konzerte besucht, digitale Ausstellungen besucht, digitale Konferenzen mitgemacht und so weiter. Aber jetzt ist uns aufgrund dieser Erfahrung klar geworden, es ist unschlagbar, wenn Menschen sich physisch in einem Raum treffen, sich in die Augen schauen, beiläufigen Kaffee miteinander trinken. Was ist das Besondere? Da entsteht Atmosphäre. Zauberwort, neues Zauberwort, Atmosphäre. Kriegen wir nicht im digitalen Raum. Warum nicht? Weil die physische Präsenz von Menschen transportiert Energien. Und wenn diese Energien sich in einem Raum bewegen, schaukeln sie sich wechselseitig hoch, steigern sich gegenseitig und erzeugen Intensität. Toll, dass wir das erfahren durften. Wir werden es so schnell nicht wieder vergessen. Ja, das bleibt zu hoffen, ne? Also dass das nicht so schnell wieder vergessen wird und dass das sozusagen jetzt kein momentaner Effekt ist. Also ganz richtig, wie Sie gesagt haben, ne? Sondern dass es jetzt wieder die Gegenbewegung zur Analogisierung gibt und dass all diese Erfahrungen irgendwie auch nachwirken und nachhaltig sind. Es gibt in Ihrem Buch, beschäftigen Sie sich auch natürlich mit der Heimat der Literatur. Das ist ganz klar, wir sind hier ohnehin ja auch im digitalen Raum, also so viel auch nochmal zur digitalen Heimat. Sie schreiben an einer Stelle, Heimat muss erzählt werden, bloße Theorien werden ihr nicht gerecht. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, inwiefern muss Heimat erzählt werden? Ich meine, man könnte natürlich sagen, ja, dieses Buch ist natürlich auch eine Form der, ne, also eine Heimat Erzählung, weil so viel kann man, glaube ich, auch noch sozusagen so zur methodischen Anlage sagen. Was Sie tun, ist eigentlich nicht zu sagen, was das ist jetzt Heimat oder sozusagen sich sehr stark sozusagen begrifflich dem Heimatbegriff zu nähern, sondern Sie gehen phänomenologisch vor. Sie suchen Orte auf, schildern Begegnungen, erzählen etwas auch aus Ihrer eigenen Geschichte, von Urlauben, was auch immer. Also sozusagen, Sie versuchen das eigentlich an den ganz konkreten Situationen zu zeigen, was Heimat für Sie ist und was vielleicht auch Heimat für andere Leute sein kann. Also jetzt nochmal die Vergegenwärtigungsleistung der Literatur in Bezug auf Heimat. Was ist das Besondere von Literatur? Was kann sie in Bezug auf diese vielleicht auch Mosaikhaftigkeit dieses Heimatbegriffs leisten? Literatur beruht auf Buchstaben und stimmlichen Lauten. Und wenn wir häufig Gebrauch von Buchstaben und stimmlichen Lauten machen, werden die uns vertraut. Das bemerken wir dann, wenn wir in ein anderes Land gehen, dessen Sprache uns nicht vertraut ist. Dann fühlen wir uns erstmal fremd. Also durch diese Zeichen, die wir gebrauchen, Buchstaben, die wir zusammensetzen, zu Wörtern zu setzen, zu ganzen Texten, in denen
werden wir heimisch, je mehr sie uns vertraut sind. Ich habe das erst bemerkt, für mich ist das eine Welt, seit ich lesen und schreiben kann, war das eben meine Welt, mehr als irgendwas sonst. Wie wichtig das ist, habe ich erst bemerkt, als ich mit einem jungen Mann zu tun bekommen habe, der nicht lesen und schreiben, auch nicht rechnen konnte. Und dem sehr viel Welt dadurch verschlossen war. Aha. Der konnte sich zum Beispiel beim Autofahren nicht orientieren, weil da muss man Schilder lesen können. Zwingend. Sonst kann es schlimme Konsequenzen haben. Und der war gerade dabei, Zeichenkenntnis nachzuholen, also lesen und schreiben zu lernen, und war enthusiasmiert davon, weil sich ihm eine riesige neue Welt erschlossen hat. Das ist zauberhaft, weil die Zahl der Zeichen, der Buchstaben, ist sehr begrenzt. Und man glaubt es kaum, dass sie mit diesen paar Zeichen, 3 Dutzend Zeichen, riesige Welten, unendliche Welten eröffnen lassen. Bezogen auf dieses Buch über Heimat, ein Buch jedenfalls, wenn ich es schreibe, ist nicht fertig in meinem Kopf und dann schreibe ich es auf. Sondern das ist ein mehr oder weniger schwerer Prozess. Bei diesem Buch war es ein besonders schwerer Prozess. Ich wusste, dass ich über Heimat schreiben will, aber ich wusste nicht, wie. Hm. Und als akademischer Philosoph habe ich es natürlich mit Theoriebildung versucht. Und es war so schmerzlich, dass ich mir klar geworden bin darüber, lass es, das geht nicht. Und habe mich einfach nur beobachtet, was mache ich denn viel lieber als Theoriebildung in Bezug auf Heimat? Ich erzähle Geschichten, was mir das Gefühl von Heimat gegeben hat, was ich bei anderen Menschen bemerkt habe, was ihnen das Gefühl der Heimat gibt. Und ich habe sehr früh die Erfahrung gemacht und mache sie bis heute, wenn ich mit Menschen über das Thema Heimat spreche, sofort sind Geschichten da. Jeder Mensch kann sehr spannend über seine Heimat und, wie sich sehr schnell herausstellt, über seine Heimaten sprechen. Kein Mensch hat eine einzige Heimat. Diesen Glauben gab es mal, aus guten Gründen, das ist schon klar. Als Menschen ihren Ort kaum verlassen konnten, was sollte es da Heimaten geben? Da gab es eine Heimat. Das ist die Herkunft der Heimat. Aber in dieser Zeit leben wir nicht mehr. Heute haben alle Menschen Heimaten und sie tun nichts lieber, als darüber zu sprechen. Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen wollen, tippen sie nur dieses Wort Heimat an und dann werden sie stundenlang beschäftigt sein. Es kommen immer tolle Geschichten zum Vorschein. Daher diese Bemerkung, Heimat muss erzählt werden. Sie wird viel plastischer, sie wird viel nachvollziehbarer, wenn wir erfahren, was ein Mensch konkret unter Heimat versteht. Und dann können wir daraus eventuell auch theoretische Schlüsse ziehen. Der theoretische Schluss, den ich gezogen habe, ist eben, was sich durchzieht wie ein roter Faden durch alle Heimaten, ist Vertrautheit und Geborgenheit. Eine Ecke in der Welt, in der ich mich zurückziehen kann und mich erholen kann, neue Kraft schöpfen kann, das ist Heimat. Was immer es ist, eine Ecke in Gedanken oder eben eine räumliche Ecke oder eine Beziehungsecke oder eine Fantasie-Ecke. Irgendwo muss eine Nische da sein. Ja. Eine Nische muss sein. Herr Schmidt, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Heimat finden, vom Leben in einer ungewissen Welt, bei Suhrkamp erschienen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Danke. Okay.